Hallo, meine lieben Freunde da draußen an euren Empfangsgeräten. Hier ist Flo und bevor es hier gleich weiter zum eigentlichen Artikel geht, wollte ich kurz ein paar kleine Worte an euch richten, gerade in Bezug auf das folgende Video. Wie ihr am Titel schon gesehen habt, handelt es sich diesmal nicht um eine meiner Übersetzungen, sondern um einen der deutschsprachigen Artikel aus dem deutschen SCP-Wiki. Und ich wollte da vorab nur kurz die Anmerkung machen, dass ich, um das Ganze einigermaßen kohärent mit den restlichen Videos auf meinem Kanal zu halten, ich ein paar der Namenskonventionen vom deutschen SCP-Wiki genommen habe und in meine Namenskonvention umgeändert habe. Also sowas wie Sicherheitsmaßnahmen zu Sonderverwahrungsverfahren umgeändert habe. Weiterhin habe ich auch ein paar Formulierungen im Text selber geändert, weil ich beim Vorlesen mehrmals über ein bisschen krudere Sätze gestolpert bin. Keine Ahnung, ob meine Sätze weniger krud sind, aber mir fallen sie zumindest leichter vorzulesen, wenn ich sie krude fabriziert habe. Deswegen nicht wundern, wenn der Text von der Form her vielleicht ein kleines bisschen vom Original abweicht. Das Original ist wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, dass das Video trotzdem gefällt. Und wenn es Anklang findet, dann schaue ich mal, dass es in Zukunft noch ein, zwei andere Artikel aus dem deutschen SCP-Wiki geben wird. Auf dem Kanal weitergehen wird es dann mit SCP-1483 und dann mal schauen. Das 200er Abonnenten-Special sollte ich langsam mal vorbereiten und ich habe eigentlich auch noch ein, zwei andere kleine Sachen geplant. Mal gucken, wie das zeitlich hinhaut. Momentan ist es aufgrund einer anstehenden Theateraufführung ein bisschen eingeschränkt bei mir. Nichtsdestotrotz beende ich das jetzt hier mal und wünsche euch noch viel Spaß beim Video. Und ansonsten gute Nacht. Gut, bei mir ist gerade Abend, also gute Nacht, Leute. Artikelnummer SCP-046-DE. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-046-DE muss in einem 10x10 Meter großen partikelfreien Stahlraum verwahrt werden. Dieser Raum ist nur durch eine Schleuse mit mehreren Luftreinigungssystemen zugänglich, um die Einführung zusätzlicher Partikel in die Verwahrung zu verhindern. In der Mitte des Raumes muss sich ein schwarz gestrichener Stuhl befinden, um den ruhenden Zustand des Objektes zu ermöglichen. Jede Art von Partikeln in der Luft können von SCP-046-DE leicht wahrgenommen werden und sorgen in größeren Mengen dafür, dass das Subjekt aus seinem ruhenden Zustand aufwacht. Zugang zu SCP-046-DE ist nur für Personal mit einer Freigabestufe 3 oder höher gestattet. Beschreibung: Bei SCP-046-DE handelt es sich um einen 2,3 Meter großen Humanoiden. Es besteht aus bandartigen, langen Strängen, welche aus menschlichem Fleisch, Organen und Haut zusammengesetzt sind. Das Subjekt weist eine vollständige schwarze Färbung auf. Gentechnischen Analysen zufolge ist seine DNS weitgehend menschlich und die schwarze Färbung ein genetisches Phänomen. SCP-046-DE besitzt unter seinen bandartigen Kadaverteilen ein verformtes menschliches Skelett, welches ebenfalls schwarz gefärbt ist. SCP-046-DE ist in der Lage, massive physische Schäden zu erleiden. Bewegungen des Objektes hören sich wie Reiben von Fleisch an Fleisch an und sind bis auf Hals- und Nackenbewegungen sehr langsam. Den Großteil der Zeit befindet sich SCP-046-DE in seinem sogenannten ruhenden Zustand. Wird das Subjekt durch kleine Partikel oder die Präsenz einer Lebensform gestört, erwacht es aus seinem ruhenden Zustand und sieht sich hektisch im Raum um. Im Folgenden eine Liste aller Dinge, die SCP-046-DE als Störungen wahrnimmt: schnelle Bewegungen, laute Schritte und Geräusche, starkes Atmen, Schweiß, welcher auf den Boden tropft, ein Luftzug oder Partikel, welcher SCP-046-DE berührt. Im Fall, dass SCP-046-DE eine Lebensform im Raum durch eine dieser Störungen identifiziert hat, erhebt es sich langsam vom Stuhl und bewegt sich mit gesenktem Kopf und einer gekrümmten Rückenhaltung auf das Lebewesen zu. Sollte es dem Ziel von SCP-046-DE gelingen, sich erfolgreich davonzuschleichen oder komplett still im Raum stehen zu bleiben, durchquert SCP-046-DE auf der Suche nach dem Ziel den Raum. Das Subjekt wird dafür maximal 15 Minuten lang den Raum mehrmals abgeben, bis es sich schließlich zurück auf den Stuhl setzt und wieder in seinen ruhenden Zustand zurückkehrt. Schafft es die Zielperson allerdings nicht,
keine weiteren Störungen zu verursachen, zum Beispiel laute Geräusche, ist SCP-046-DE in der Lage, die Person ausfindig zu machen und bindet diese mit seinen Fleischsträngen an sich und hält sie fest. In einem Fall wurde eine Testperson für mehrere Tage von SCP-046-DE in diesem Zustand gehalten, bevor die Testperson an den Folgen von Dehydration verstarb. Es gibt bisher keine Möglichkeit, sich aus den Strängen von SCP-046-DE zu befreien, da sich das Subjekt jeglichen körperlichen Schäden gegenüber als resistent erwiesen hat. Anhang: Während des Zusammenbruchs der Verwahrung am 19. in Standort DE19 brach SCP-046-DE aus Sektor 33 aus und zeigte eine noch bisher unbekannte Wirkung auf andere humanoide Wesen. SCP-046-DE infizierte SCP neutralisiert mit einem unbekannten Virus. SCP wurde in seiner humanoiden Standardzelle mit einem aufgerissenen, schwarz gefärbten Körper tot aufgefunden. Die Organe von SCP konnten nicht mehr identifiziert oder gefunden werden. Bisher ist nicht bekannt, ob sie nun Teil von SCP-046-DE sind oder in irgendeiner Weise von diesem aufgenommen wurden. Anscheinend lebte SCP für mehrere Stunden als eine Art von SCP-046-DE weiter, bis es expirierte. Anhang 02. Nach dem Zusammenbruch der Verwahrung wurde eine weitere, tote, infizierte Art von SCP-046-DE gefunden. Zerfetzte D-Klasse-Kleidung bestätigte, dass es sich bei der Person um D1614 handelte, welcher sich in Korridor G3 auf den Toiletten versteckte. Zugriff verweigert. Versuchsprotokoll 046-DE-03. Versuchsnummer 1. Subjekt D902-1. Datum 17. Mai 2000, 7 Uhr. Versuch. D902-1 betritt den Raum von SCP-046-DE und soll laute Schreie von sich geben. Ergebnis: SCP-046-DE schaut sich hektisch um, steht auf und bewegt sich langsam auf D902-1 zu. Daraufhin bekam D902-1 den Befehl, sich wieder geräuschlos aus dem Raum zu bewegen. Versuch Nummer 2. Subjekt D939-1. Datum 3. Juni 2000, 12.15 Uhr. Test: D939-1 soll den Raum von SCP-046-DE betreten und mehrmals auf den Boden spucken. Ergebnis: SCP-046-DE schaut sich hektisch um, steht auf und bewegt sich langsam auf D939-1 zu. Daraufhin gab Dr. via Kopfhörer den Befehl, dass sich D939-1 wieder geräuschlos aus dem Raum bewegen soll. Versuch Nummer 3. Subjekt D948-1. Datum 24. Juli 2000, 9 Uhr. Versuch: D948-1 soll den Raum von SCP-046-DE betreten und SCP-046-DE berühren. Nach lauter Weigerung von D948-1 ist SCP-046-DE aufgeschrocken und aus seinem ruhenden Zustand erwacht. D948-1 begann an die Zugangstür zu schlagen und um Hilfe zu rufen. Daraufhin näherte sich SCP-046-DE langsam von D948-1 und schloss ihn mit seinen schwarzen Strängen in sich ein. D948-1 schrie für 3 weitere Stunden, bis ein Strang von SCP-046-DE seinen Mund verschloss. D948-1 konnte nicht aus dem Raum befreit werden und starb höchstwahrscheinlich an Dehydration und löste sich nach einigen Wochen im Subjekt durch einen bisher nicht verstandenen Prozess auf.